Hallo Freunde, hallo YouTube. Vor euch liegen habt ihr einen belgischen Brocken, genauer gesagt einen blauen belgischen Brocken, obwohl er eher grau rüberkommt. 150 mm auf 50 mm sind hier die Abmessungen dieses Natursteins. Der belgische Brocken wird wie sein Bruder, der gelbe belgische Brocken, zum Schleifen und Wetzen verschiedener Werkzeuge und Messer, hauptsächlich ja, in der Küche, benutzt. Er hat, dieser blaue belgische Brocken hat ca. 5000er Körnung, also man muss sagen, oder kann sagen, ein Schleif- oder schon ein Polierstein. Wie gesagt, den Naturstein wird in den Ardennen abgebaut und ist schon seit der Römerzeit bekannt. Also die alten Römer haben auch schon drauf rumgeschliffen auf diesem Stein. Verwendet wird dieser belgische Brocken nur mit Wasser, also kein Öl. Vorteil an diesem Gestein ist, dass es nur benetzt werden muss, also sprich die Oberfläche feucht gehalten. Und nicht wie so japanische Wettsteine oder auch andere synthetische Wettsteine oder Natursteine im Wasserbad gelagert oder vorher eingeweicht werden müssen, dass sich die Struktur oder die Oberfläche ein bisschen mit Wasser festsaugen können. Das ist ein ziemlich kompakter, fester Stein. In diesem Stein sind so circa 30% Granate drin, also Granateinschlüsse sind dabei, und diese Granate, ich glaube eins unter der Härteskala von Diamant hat glaube die Härtegrad 10 und diese Granate 8 oder 9, sieht man es nach, ich weiß es nicht genau, bewirken halt die Schleifwirkung, indem es hier dieser Stein, wenn man mit Wasser benetzt wird und mit dem Messer gewetzt oder geschliffen wird, setzt quasi die Granate frei und die sorgen dann für diese Schleifwirkung. Ich benutze diesen Stein schon seit einigen Jahren in der Küche und man kann sagen, dieser Stein hält ein Schleiferleben aus. Ich nehme den hauptsächlich für Küchenmesser oder jetzt zu dieser Schleifvorführung, ich möchte es euch mal vorführen, nehme ich heute hier mein Laiol. Das ist quasi mein Küchenlaiol und es hätte mal wieder so eine kleine Session nötig. Also es ist stumpf, schneidet fast nichts mehr. So Freunde, da sind wir wieder. Ich habe jetzt hier diesen Schleifsteinhalter aufgebaut oder vielmehr hier diesen belgischen Brocken draufgelegt. Dann mischen wir ein bisschen vom Tisch weg und beim Schleifen kommt man nicht mit den Knöcheln auf die Tischplatte. Dieser 5000er Stein ist quasi kein Reparaturstein, Stein für Schatten und so weiter, sondern zum Schärfen. Was wir dazu brauchen, ist Wasser. Man braucht es nicht einwirken lassen, sondern einfach den Stein gut benetzen. So. Und die Schärfmethode mache ich heute so eine einfache. Ich übernehme den Werksschneidenwinkel und markiere mir das Ganze hier mit einem Filzschreiber, dass man quasi die Schneide dann erkennen kann. Also sprich beim Schleifen. Wird es quasi hier die Schneide markiert und man sieht dann, wo beim Schleifen, wo der Winkel dann greift beim händischen Schleifen. Jetzt probieren wir es mal.
nehme so an, dass das Lajol hier bei einem Winkel von 20 Grad geschnitten oder geschliffen wurde. Ja. Wenn ihr seht, also hier war der Sharpie, spiegelt jetzt halt ein bisschen und ich bin ein bisschen leicht drüber, aber können wir korrigieren. Dieser blaue Brocken sei zu seinem Bruder, dem gelben Brocken, ich bin in der Märchenstunde, sein Bruder, der gelbe Brocken, der blaue Brocken sei ein bisschen langsamer, weil er nur 30% Granatanteil hätte, sein fast schon nicht mehr zu bekommender gelbe belgische Brocken hat, glaube ich, über 40% Granatanteil und soll der schnellere Stein sein, also sprich dieser blaue ist hier ein bisschen langsamer. An der Spitze hebe ich das Heft des Messers ein kleines bisschen an, dass der Radius an der Spitze auch mitgeschärft wird. Also sprich die, ja, ich sage mal die Kurve da oben an der Spitze. So, ich hoffe, man sieht es. Schauen wir geschwind, ob ich es getroffen habe. Ich habe jetzt kein Tuch da. Ich glaube, man sieht es, gell? Also ich bin richtig. Also das wäre jetzt quasi die Sharpie-Methode, wie es die Amis sagen, oder die Filzschreiber-Methode. Markieren der Schneide mit einem Marker, mit einem Filzschreiber. Und man sieht dann durchs Wetzen, wo die Schneide den Wetzstein trifft, wo man oder in was für einem Winkel man wäre. Wünschenswert wäre es, wenn man es weder zu weit unten noch zu weit oben trifft. Blöde Erklärung, das muss man selber rausfinden. Das sieht gut aus. Hier oben fehlt noch ein bisschen. Bildet sich schon ein leichter Grat. Und ihr seht hier auch, dass schon Abrieb da ist, indem das Ganze hier so ein bisschen eine milchige Brühe wird. Und dass das Video nicht zu lang wird, gehe ich jetzt geschwind auf die andere Seite. Ich mache das jetzt mal ohne Auflage des Fingers. Ja. Und das hier wäre quasi jetzt dieser Schleifschlamm. Den kann man entweder dicker werden lassen, da trägt er ein bisschen mehr ab. Also sprich, durch Schleifen ist Wasserentzug. Man kann ihn auch feiner machen, indem man Wasser dazu macht, dann hat man mehr Politur drauf, habe ich die Erfahrung gemacht, wenn man den Schleifschlamm immer wieder verdünnt, dass eigentlich mehr eine Politurwirkung entsteht und wenn er sich verdickt, sprich kein Wasser hinzugefügt wird, weil das Wasser sich ja irgendwie verdunstet, durch die Dicke des Schleifschlamms könnte man dann auch einen besseren Abtrag erzielen.
Mir genügt es eigentlich, wenn das Messer hier mit der Zeit ordentlich scharf wird. Jetzt müsste ich euch noch zeigen, ob ich den Winkel getroffen habe. Ja, das ist hier unter der Markierung. Es wird auch schon ordentlich scharf. Bleiben wir auf dieser Seite. Ich möchte jetzt hier kein endloses Video machen, sondern euch halt nur mal diesen belgischen Brocken vorstellen. Also der hat jetzt eine Abmessung von 150 mm auf 50 mm, also 15 cm auf 5 cm. Hat vor ein paar Jahren 35 Euro gekostet. Das erscheint jetzt einem viel, aber er hält ziemlich lange. Manche hält er das ganze Schleiferleben und hat eine Körnung von ca. 5000. Also quasi ein Schleif- oder Polierstein, wie ich es schon gesagt habe. Er soll zum Einsatz kommen bei Messern bis zu 64 Grad Rockwell, also bis zu einer Härte von 64 Rockwell. Also müsst auch auf pulvermetallurgischen Stählen gut gehen. Er hinterlässt ein ziemlich mattes Schleifbild, also nicht hochpolierend. So, zum Schluss gehe ich ein paar Grad höher, so 2-3 Grad. Es soll ja hier bei diesen Granaten, die so quasi eine rumpenförmige Struktur haben, ungefähr wie so ein Lederfußball, also quasi, ja, stumpf sind, soll ja quasi nicht so viel Grat bilden. Aber ich ziehe ihn trotzdem hier durch die Winkelverlagerung nochmal leicht ab. So, werde das Messer jetzt geschwind reinigen und werde geschwind ein Papier suchen. Ich habe nämlich keins mit dabei, weil, ja, hat eine ordentliche Schärfe jetzt. Wie gesagt, das hier ist jetzt quasi der Schleifschlamm mit quasi den Metallpartikeln auch mit drin. Man kann dieses jetzt hier entweder auch antrocknen lassen, dann hat man später sofort den Schleifschlamm, wenn man es wieder mit Wasser benetzt, wieder zur Verfügung. Man kann diesen Schleifschlamm auch nehmen, in ein Stück Leder einarbeiten, dann hat man dann ein ideales Lederstück zum Abziehen. So. Schauen wir geschwind, also so ziemlich alle Markerspuren habe ich getroffen. Mit der Zeit bekommt man dann auch so eine Muskelmemory raus, wie man zu schleifen hat. So, jetzt noch geschwind Papiertest. Wird jetzt wahrscheinlich wieder versagen. Ne. Also, danke fürs Zuschauen. Es grüßt der Interranger.